Manchmal denkt der Jack auch mit. Ist zwar selten, aber manchmal. Außerdem will ich gegrilltes Fleisch. Wird das jetzt noch eine Etage oder wie? Dach. Also muss die Küche mal fertig werden. Ja. Ich würde ja wieder solche schönen Küchenschränke hinstellen, aber ich brauche Lehm dafür. Ja, jetzt mach mal halblang mit deinen Küchenschränken. Das kannst du irgendwann machen, wenn man. Fetten Kronleuchter in die Mitte des Raumes hängen oder wie? Genau. Ja, so ungefähr. Mit Mittelalter, Esstisch und. Ja. Wenn wir das Material wieder im Überfluss haben, dann können wir das gerne machen. Hast aber Glück gehabt, dass meine Reichweite mit der Schraubzwinge nicht so weit war. Gott sei Dank. Ja, ja. Sonst hätte ich dir die Nase abgeschraubt, Fräulein. Oh, da ist wer. King Chilla ist da. Wow. Willkommen. Und er hat uns was mitgebracht. Was denn? Eine Horde? Naja, ich gebe das der Angel einmal. Das sind 131 Holzrahmen, die habe ich einmal gerade aufgekommen. Cool. Okay. Boah, 255 sollte erstmal reichen. Kannst du bitte mal, wenn du noch Holz hast, Jack, hier diesen. Die Holzrahmen nach oben aufwerten, dass ich da dann eine Treppe Leiter ransetzen kann? Die hier. Ja. So ganz mittig ist der aber nicht, wa? Ne, der soll ja auch nicht mittig. Hätte ich jetzt auch gesagt. Holzleiter. Oh, ich bräuchte dann bitte noch 6 Holz. Dann kann ich noch 2 Leiterstufen aufbauen. Ich habe leider mein komplettes Holz, Jack, gegeben. Ja. Das waren knapp 1100 oder so. Gut, ja. Dann guck ich mal. Von denen habe ich jetzt noch 300. Ah, da 70, gut. Und es ist erst alles einmal aufgewertet, also noch 1000er für den Rest. Für nochmal aufwerten. Na, läuft. Ich kümmere mich jetzt nochmal wieder ums Bergs. Ne, bitte. Ja, ich habe ja noch ein paar Pflanzensamen. Ja. Und hier vor der Tür habe ich ja auch schon ein paar gesetzt. Mhm. Nur gucken, dass du die Samen oder beziehungsweise die Bäume da nicht zu nah an die Hütte setzt. Weil das gibt manchmal mit den Zombies irgendwie Probleme. Die kommen da nicht durch. Mittlerweile müsste das jetzt auch anders sein, weil die Bäume umhacken einfach. Stimmt. Aber wir sehen sie trotzdem nicht, wenn die durch die Bäume sich anschleichen. Dann. Das ist eben das Problem. Soll ich noch eine zweite Leiter nach oben machen oder nicht? Muss jetzt nicht unbedingt, oder? Ach, jetzt mecker rum, weil du nass bist. Ich meine ja nur, weil wir so viele Leute sind. Na, ja, mach noch eine hoch. Sicher, sicher. So, ich habe noch 300 Holz jetzt. Setzt du die Rahmen außen noch komplett rum oder nur bis hierher? Schon noch außen rum. Müssen wir uns noch dann mal bequasseln. Naja, ich hätte da schon gern wieder einen Laufsteg außen rum, wenn jetzt die Zombies kommen, weißt du? Jo. Und wenn die jetzt von der anderen Seite kommen, dann kannst du ja nicht beschießen. Da ist der schöne Loot Drop. Oh. Wieder so Dosen, Munition und Waffen. Oh ja. Haben ist besser als brauchen. Null. Genau. Kannst du bitte den Pfeiler aufwerten oder bist du gerade raus? Ich bin gerade draußen, aber ich kann es theoretisch machen. Dass ich dann die Leiterstufen setzen kann. Soll ich es auch machen? Das wäre sehr nett von dir, sehr liebreizend. Okay.
Kannst sie zwar auch setzen, wenn der nicht aufgewertet ist, aber ich mach's halt mal. Es geht. Na klar. Doch, das konnten wir nicht. Doch. Muss ja meine 300 Holzgar loswerden. Ich glaube, irgendwo ist hier schon wieder ein Zombie verreckt. Das klang gerade so, wa? Als wäre da eine Spike gewesen. Ja, hier sind auch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welche Richtung? 8. Ah, da. Südwest. Juhu! Zombies klatschen. Ich lock die mal ein bisschen weg hier. Kriegst du wenigstens ein Level? Ja. Ich hab gleich meins, dann brauche ich noch mehr die Garten-Ding. Ein Kopf. Ach du Scheiße. Oh. Leute, her, auf den Kopf. Ja, ich versuche. Seid ihr? Kommen. Ich bin in überladen. Südwesten. Wenn der Kopf kurz. Au! Wenn der kurz vorm Verrecken ist, explodiert der Kopf, also Vorsicht, gell? Ich bin leider gerade noch nicht so schnell. Hm. Oh oh. Überladen. Der explodiert gleich, Vorsicht. Der geht gleich hoch. Gut, der ist weg. Puh, ich hasse diese Cops. Irgendwie zieht sich das so durch, irgendwie in jedem Spiel. Ich hasse die Cops. Ey. Das war dafür, dass du mich angehauen hast. Direkt in den Kopf und nie mit den Pfeil. Ja. Ich werde eine. Der ist tot. Eine 3 Block hohe Mauer noch davor setzen. Jo. Ja, die wollen wir ja sowieso dann ringsrum setzen. Aber die machen wir dann gleich aus Cobblestone. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe mir aber jetzt gedacht, eben vor die 3 Reihen Spikes einen Gang lassen, eben fürs Reparieren und dann gleich die Mauer setzen. Dann nochmal ein, zwei Reihen. Ich hol mir jetzt meinen Schlafsack und setz den Rücken. Der wird voll hingerichtet hier, Alter. So, ja, mein Schlafsack muss ich reparieren, weil den habe ich vorhin unabsichtlich angehackt. Fette Hartz IV Braut, Edna entsorgen. Oh, die ist wunderschön, oder? Boots, Digga. Die zockt noch. Oh, du hast alle. Jetzt ist voll in die Stirn, Alter. Wie kann man den reparieren? Na, ich mach schon. Ne, ich brauche auch Pflanzenfaser, meiner ist nämlich auch kaputt. Oh. Hast du denn noch 2, 3 Pflanzenfasern für mich? Warte, 4 haben meiner jetzt gebracht, da hast du noch 6 Stück. Liegen. Oh, aim is on point. Jungs, ja. Kommt mal auch rüber und können wir jetzt die Zombies loswerden, danke. Achso, wusste ich jetzt nicht. Ja, die 8 Zombies, die da gerade waren, die waren noch nie weg. Vorsicht. Scheierin rechts. Was macht die? Die holt noch mehr Zombies. Stein. Die muss immer ganz schnell weg. Der Typ sieht einfach aus wie Blackbeard von Rainbow Six Siege, Mann. Shireen ist tot. Ich weiß nicht, ob sie geschrien hat. Gut. Ich habe nichts bis jetzt gehört. Der Rocker, ja. So, wo ist jetzt noch Zombies? Rechts vom Hügel, die hat geschrien. Nee. Da kommen gerade welche. Da kommt sie ja, ihr Schnuckis. Ah ja. Oh, Treffer. Schnüffel an meiner Zuckerstange. Ich weiß, du stehst drauf. Aha, ich hab genau Ausdauer. Au, 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 au. Alter! Mit dir kaputt! Die hat einen Pfeil von mir im Po! Wenn Spaß macht. Oh! Da unten explodiert was. Wer ist da? In den Minen drin?
Auf der Straße. Ist der tot, ja? Stirb, Kartoffel. Das war noch auf der Straße. Was? Hier. Das war eine Ätna. Eine Ätna? Aber warum ist die explodiert? Jack, die Schreierin, als die. Wo sind die gestorben? Hier. Ist da vielleicht ein gelber Sack? Habe ich schon gelootet. Gut, okay. Loot. Wie gesagt, dann empfehle ich euch gleich die Rucksäcke, die Schlafsäcke zu holen. Habt ihr Pflanzenfaser im Inventar? Die könnten kaputt sein. Nee, habe ich. Ja, 226. Ja, 6 oder 4 oder 5 Stück brauchst du zum Reparieren. Foxy, kommst du mit rein? Jojo. Wegen Tür zu machen, deswegen. Ich hole jetzt erstmal meinen Sack. Oh, hol mal deinen Sack, Jack. Ja, hier ist mein Sack. Ich hab meinen Sack. Den Beaker wollen wir drüber lassen? Nee, wa? Ich bring mit. Im Feuer? Ach, den hab ich gar nicht gesehen, den Beaker. Mhm. I see. Oh, wo war denn jetzt nochmal das Bettchen? Wenn du oben auf deinem Radar guckst, das wurde angezeigt. Da drüben auf dem, wo der hohe Funkenmast steht da. Ach da. Auf dem Dach. Haben wir jetzt eigentlich irgendwo was zu essen noch, oder bin ich... Nö, dann müssen wir doch nicht jetzt dann schon langsam mal machen. Ja. Hast du schon die Feuer platziert, ne, wa? Das wollte ich eben noch nicht platzieren, eben, dass man das nochmal eins machen muss. Dann hier. Ja, die kosten ja jetzt nicht die Welt. Hier, Frau Köchin. Hast du schon mal deinen Beaker? Alter, wie viele Bäume hier einfach gepflanzt wurden von mir. Ja. Brauchen wir. Na, allein in dem kleinen Wald da drüben habe ich fast 40 Bäume gepflanzt. Okay. Naja, genauso viel hacken wir dann wahrscheinlich auch wieder weg. So, jetzt setz ich mal meinen Schlafsack. So, hat jetzt jeder seine Ecke. Eine Ecke. Wo soll ich das hinsetzen, das Lagerfeuer? Na unten, oder? Oder doch hier oben? Gute ist ja, wir kommen ja. Na, die Küche wollten allen wir ja Seiten ran. Unten, oben machen. Mein Schlafsack ist nicht mehr da. Doch. Ich stell's da halt aber da mal beim Pfeiler hin. Erst einmal. Alter, wenn wir jetzt die Grilldinger haben, kann ich gegrilltes Fleisch machen. Na, guck mal, wir haben auch, glaube ich, noch 20, 30 Eier. Hab ich. Ja, das schon. Ich mag lieber Bacon and Eggs. Fleisch. Oh, ich habe einfach mal 3 Schlafsäcke hingelegt. Das gegrillte Fleisch ist aber viel mehr. Ja. Aber. Kannst du 2 wieder aufsammeln? Kannst du in die Kiste packen und dann. Den kannst du ja zum Glück unendlich oft verwenden. So, 6 Fleisch gegrillt, das habe ich jetzt gemacht, um da 8 zu picken. Nehmen wir 6. Das Fleisch ist weg. Alles verkocht. Oh, warte mal, Kiste, welche Kiste ist denn das? Ja, da halt noch keiner so richtig, macht das in der Mitte rein. Wie gesagt, links ist Waffenmunition, rechts ist Wasser, Trinken, Gesundheit und in der Mitte erstmal. So, Fleisch haben wir mal. Wo soll ich in Leder und In der Mitte oder in die andere Blutkiste da hinten erstmal. Ich mache da ja noch eine Kleidungskiste und eine Gesundheitskiste, wenn ich dann Nägel habe. Was ist denn Wildbret? Das ist Fleisch, das kommt da in die Kiste. Wohin? In die rechte. Zu essen, trinken, Gesundheit. Warum habe ich 110% Essen gerade? Das habe ich mich vorhin beim Trinken gefragt. Ich hatte vorhin 140 beim Essen. Wie geht denn das? 100 war doch Schluss. Da ich überfuttert? Vielleicht heile ich deswegen nicht, weil ich überfressen bin. Da hast du
Komplexen? Eisenbruchstücke, wo soll ich das denn erstmal hinmachen? Dieses rote Eisen? War das dieses rote oder dieses schwarze? Nee, das hier, warte mal, wo bist du? Okay. Ja, ja. Das rote, das kannst du, wenn du über hast, immer in diese linke Forge, also in die hinten im Eck steht, da immer reinschmeißen, da schmilzt nämlich da hinten ein. Auf der rechten Seite, das ist der. Ah, okay. Jack, was brauchen, was wird denn benötigt, um Nägel herzustellen? Da brauchen wir doch diese geschmiedete Eisen, ne? Ich guck gerade mal, ob ich dir welche machen kann. Nägel. Nee, reicht, wenn ich normales Eisen einschmelze. Wie viel brauchst du? Haben wir davon? Na, 30 Stück. Braucht pro Kiste 10. Würde ich noch 3 Kisten machen. 30. Barren. Nee. Eis. Kann man eigentlich. So, in circa 2 Minuten hast du. Laufen hinten in der Forge durch. Oh, ich habe kein Holz mehr. Juhu. Ich muss nicht mehr aufwerten. Yay. Und da was zählt denn eigentlich nachher später diese Farbe, wenn wir die Farbe machen? Da kann ich doch dann auch diese Texturen draufsetzen. Naja, aber unter was das zählt, keine Ahnung. Da musst du auch diese Rezepte finden, dass du das machen kannst. Ach so, okay. Machst du gerade hier außenrum diese Rahmen? Ja, aber jetzt habe ich keine Rahmen mehr. Ich habe nur meine gar versetzt. Ja, warte, ich gebe dir. Ich habe noch 140. Wenn ich setze du ran, ist ja wurscht. Kannst du ja auch mal. Na gut. Achso, warte mal, gleich mal noch eine Treppe machen. Es ist schon so ähnlich, so ein bisschen wie Minecraft, wa? Ähnlich. Jetzt müssen sie das mit den Würfeln hier. Ja. Es passiert halt alles auf Blocktexturen, weil das wahrscheinlich einfacher zu gestalten ist, denke ich mal. Zu skripten wahrscheinlich auch. Ja. So, es geht. Könnt ihr leichter rein und raus hopsen. So. Der Gang ist auch einmal rum. Draußen. Willst du ihn einmal oder zweimal breit haben? Ich würde sagen, über kurz oder lang machen wir eine zweimal breit. Weil gerade okay, wegen Vorbeilaufen und so. Ich habe jetzt noch 140. Na dann setz ich herum. Ich gehe jetzt wieder raus. Ich fall wieder runter. Das kenne ich doch. Ich gehe raus. Ich mach Sachen. Hier ist ein Zombie. Schnauze. 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 Stirb. Die hat meine Zuckerstange nicht vertragen. Das war eindeutig zu viel. Ich kann die sogar noch abbauen hier. Ja. Was kriegst du denn da aktuell überhaupt raus? Oh. Manuel ist wieder gestorben. Nee, hat das Spiel verlassen. Der ist raus. Ach, das Spiel. Der ist gerade anderweitig irgendwo benötigt. Angel ist gestorben. Ich liebe Spikes. Bist du schon wieder vom Dach gefallen? Kriegt man sowas hin? Frag mich. Rahmen setzen möchte und einen Schritt zu weit nach vorne geht. Frag einfach nicht. Okay. Guck einfach zu und lach. Guck einfach zu und sag, oh. Guck einfach zu und lerne, wie man es nicht macht. Haben wir hier irgendwas, was ich essen kann? Im Lagerfeuer, wenn das nicht eingeräumt worden ist. Müsste gegrilltes Fleisch definitiv auf jeden Fall sein.
Wir müssen auch langsam. Sie hatte für jeden eins gemacht. Mal wieder auf die Jagd gehen nach was essbaren. Ja, den Bären haben wir nicht gefunden. Mhm. Genau. Das gute Bärenfleisch. Oh, lecker. Ich gehe eine Runde. Airdrop. Okay, bis gleich. Bis gleich.